Idee, wenn man da noch hochkommen könnte. Ah, okay. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Wenn, dann könnte ich eventuell noch hier hoch. Aha, es geht also doch. Ich nehme mal an, noch höher geht es dann doch wieder nicht. Das würde ich jetzt mal Overwatch nennen. So, jetzt könnte ich nochmal... Aha. Neue Ziele. Da ich mich da mittendrin befinde. Muss ich da nochmal ein bisschen gucken, aber... Sieht ja fast so aus. Das wäre alles gut. Für mich. Für die anderen eben nicht so, aber für mich eben. Okay, ich habe ihn erwischt, aber nicht getötet. Schade. Du bist ein Spaßvogel. Kann man nicht so blöde anstellen. Na? Naja. Als Scharfschütze braucht man auch ein bisschen Zeit. Nein, hör auf dich zu bewegen. So schön das Scharfschützengewehr auch ist, ohne das richtige Fernrohr drauf, ist es auch nur ein mittelstarkes Gewehr. Mittelstarkes bis starkes Gewehr. Ohne irgendwie... Ich meine, kann es ein... Hochleistungspressing, Langstreckenwaffen, Magazin 6 plus 1, Munition 5, 405. Oh, Moment, das ist das richtige Visier, glaube ich. Oh ja, das ist das richtige Visier. Entschuldigung, dass ich mich beschwert habe. Leider kann ich nicht so weit gucken. So. Dann prüfen wir doch mal den Zoom. Wo kommt das her? Scheiße, daneben geschossen. Das ist eben wirklich nur auf lange Distanzen gut. Ansonsten kannst du das vergessen. Das ist wirklich leider so. Spezialmunition. Nein. Das wird mitgenommen. Selbst wenn ich jetzt nur noch 2 Schuss habe. Die 2 Schüsse kann man noch wunderbar anbringen. Genau. Und zwar so hier. Das ist so cool. Auf so große Distanzen ist das echt witzig. Ich muss unbedingt mal die neuen Sniper-Spiele ausprobieren. Muss ich die nur noch sehen können. Wunderbar, jetzt kann ich da vielleicht auch... Genial! Da ist doch eine Person hinter diesem Geschütz. Ach ja... Hochleistungspräzisionsgewehr.
kurze Distanzen sind die halt nicht so gut. Auf die längeren schon eher. So, scannen wir nochmal. Wirklich irgendwelche Feinde sehe ich nicht mehr. Von daher... Aha, ein neuer Trupp Leute. Okay, hier ist ein Loch. Ist die Frage, ob ich auch aufs andere Gebäude drauf komme. Oh ja. Ich mache mich mal unsichtbar, nur für den Übergang. Vielleicht finden wir ja hier auch noch was. Vielleicht auf der anderen Seite. Wer wär's damit? Ich wäre auf jeden Fall gespannt. Hier drüben ist bestimmt noch niemand. Schade, höher scheint es nicht zu gehen. Zumindest hier nicht. Kontrolltürme des Damms infiltrieren. Wunderbar. Schade, soweit ich das erkennen kann, geht hier wirklich nichts nach oben. Nein. Dafür habe ich aber wieder mal eine schöne Position. Oh. Das funktioniert genauso gut als Scharfschützengewehr wie das andere. Da würde ich drauf wetten. Der Zoom ist auch gleich gut. Die Wucht ist auf die Distanz bei dem hier vielleicht ein bisschen geringer. Okay, die Tarnung dauert länger mit nach einem Schuss mit dem Gewehr, leider. Was schießt denn jetzt hier auf mich? Oh mein Junge. Ganz einfach erledigt. So. Nachdem ja hier nichts zu finden ist. Schade. Das Problem ist eben mit dem Scharfschützengewehr, man müsste immer ein... Was habe ich überhaupt vorne drauf? Oh ja, Mündungsbremse verhängt. Die Waffenkick erhöht die Präzision des ersten Schusses, stärkt verstärktes Mündungsfeuer. Naja, macht das Ganze nicht... Macht das Ganze nicht leiser, sondern auffälliger. Dafür ist es aber ein höllischer Schuss. Oh ja, Moment. Ah, da haben wir wieder was, was wir hacken müssen. Die ersten zwei hacken sich von alleine. Das hackt sich auch ganz gut. Waffen und Nanosuit-Teil. So. Gut. Sieht ein bisschen niedrig aus, oder ist das eingelassen? Oh, das Geschütz ist tatsächlich eingelassen. So. Moment. Ah, guck mal da. Da hacken wir das Ding doch mal. Sag nicht, dass ich das gerade dadurch genommen habe, weil ich das öffnen sollte. Ist ja krass. Schaltzielen für Megasprünge frei. Okay. Interessant.
Schalten wir das frei. Warum auch nicht? Speichern wir das erstmal. Gut, jetzt muss ich natürlich erstmal drauf. Oh, oh. Was ist das denn? Ist das ein Aufzug? Tatsache, ein Aufzug. Das Ding kann ich nicht öffnen. Ein Kontrollpunkt erreicht. Was ist hier los? Okay, eine Sekunde. Das kann ich ja nicht mit dem Visier machen hier. Okay, ob das jetzt der übliche Weg ist, weil da hinten war ja auch noch so ein Eingang mit Geschützen. Vielleicht hätte ich da auch noch reingekonnt, wer weiß. Da ist ein optionales, das sind mehrere optionale Ziele. Kann ich vielleicht nochmal... Nee, zurück kann ich nicht. Ach, ich habe sie nicht gehackt, genau. Ich habe sie nur erkundet und nicht gehackt. So. Ich habe 5 Granaten. 2. Was ist hier los? Fuck. Der Kerl darf uns nicht erwischen. Das war ein Scheißwurf. Tarnfeld aktiviert. Okay. Okay, der Kerl kommt anscheinend wieder. Ah, ja. Ist ja nicht allzu schwer. Mal sehen, ob die Minen jetzt auf ihn reagieren. Generatoren abschalten. Alles klar. Okay. Was ist das? Grendel gegen Typhoon. Nein. Obwohl, die Waffe einfach mal besitzen, ist natürlich... Von wegen Auszeichnung alle Waffen einmal besessen haben. Was ist das? 6 Schuss. Insgesamt 12. Mit was kann man das Ganze ausrüsten? Nicht sehr interessant. Okay, Moment. Ich glaube, das ist eine Spezialwaffe mit 722 Schuss. Ausrüstbar mit Visier und Griff zur besseren Handhabung. Ups, Entschuldigung. Und das ist mir alles wurscht. Ich bleibe bei meinem Schniekengewehr.
Marshall habe ich ja schon. Merkwürdige Container. Romeo 1, der Fulton-Damm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Okay. Noch eine Typhoon. Ich würde mal drauf tippen, dass es Ärger gibt, wenn ich damit schieße für meinen, also Ärger für meinen Dings. Meine Statistiken. Jetzt wollte ich tatsächlich, wollte ich diesmal das öffnen. 33 Präzision, 126 Kopfschüsse. Gefallene Gegner gibt's. Ah ne, Bogenkills, 45. 126 Kopfschüsse und dann 100. Wenn man das überlegt, ich habe fast nur Kopfschüsse verteilt. Kills insgesamt? Oder zählt das einzeln? Na gut, ich habe das passende Zielfernrohr. Okay. Scanne mal. An alle Einheiten. Wir ballern jemand rum. Schwärmt aus und findet ihn. Stimmt, ich habe ja schon eine ganze Menge. Gucken wir mal einer an. Da kann ich noch ein paar Waffen scannen. Keine Spur. Da kommen noch Gegner, wunderbar. Ich bräuchte allerdings meine Munitionskiste. Die leider hier nicht zu finden war. Schade, aber da sind eigentlich Explosivstoffe, ne? Ich weiß nicht, Treibstoffleitung, okay. Dang it. War natürlich jetzt. Ah, naja. Meldet euch, wenn euch was verdächtig vorkommt. So. Okay, die Granate habe ich abgefangen. Ist das hier jetzt eine Triple Shot? Oder kann man damit auch nur einen Schuss abgeben? Nope. Doppelschuss. Dang it. Schön, dass ich das MG verloren habe. Wo ist denn der da? Check seine letzte Position. Guck mal, ein Sniper. Los, Granate! Granate! Letzte bekannte Position überprüfen. Oh, habe ich ihn nicht ausgeschaltet? Ich müsste ihn doch eigentlich ausgeschaltet. Naja. Alles klar. Ich würde die gern doppelt abschießen, verdammt. Wir sind aber nicht eng genug beisammen. Dang, jetzt geht doch mal hintereinander. Oh ja, sie müssen gleich. Schade. Es
hat nicht ganz funktioniert. Oh, das kann ich auch.